Hallo. Hallo. Emma, was treibst du hier für Spielchen? Was bringst du den Leuten? Denkst du? Jax, ja, aber findest du das nicht super, wie ich das mache mit Beweisanführung und so? Nein, ich finde das gar nicht super. Du bist nichts weiter als am Hetzen. Was ist denn für dich Hetze? Du bist ein Islamwasser, mehr nicht. Ja, würdest du nicht eine Religion so verachten, die aufruft, Christen und Juden und alle Andersgläubigen zu unterdrücken? Ich verachte niemanden. Ich verachte keinen Menschen, keine Hautfarbe, nichts. Was würdest du denn machen, wenn ich zum Beispiel deine Frau ausspannen würde? Was würdest du von mir denken? Wenn du meine Frau ausspannen würdest, das würdest du erstens gar nicht schaffen, so wie du... Ich meine rein hypothetisch. Es gibt hier in Deutschland Gesetze, ja, an die wir uns halten müssen. Ich meine rein hypothetisch, was denkst du von mir, wenn du nicht zu Hause bist? Ich bin dein bester Freund, ich komme zu dir nach Hause und dann spanne ich dir deine Frau aus. Sowas ist mir noch nie passiert, deshalb kann ich dazu keine Äußerung ausgeben. Okay, was würdest du von mir denken, wenn es passiert, rein hypothetisch? Was würdest du von mir denken, wenn ich sowas machen würde? Wenn es noch nie passiert ist, wenn ich das Gefühl noch nie hatte oder diesen Gedanken, dann kann ich dazu keine Äußerung geben. Ich kann dir nicht sagen, was du denken solltest. Du solltest dich in diese Lage versetzen. Das ist schon Semmo. Wieder ganz einfach Semmo, konzentrier dich mit mir, Semmo. Wenn ich dein bester Freund bin und du zu mir sagst, Amir, ich vertraue dir von ganzem Herzen, dann sage ich, kein Problem, Habibi, du kannst mir bei allem vertrauen, was du hast. Ich werde nie irgendwelche Faxen machen. Auf einmal komme ich zu dir nach Hause, zu deiner geliebten Frau, du bist nicht da und sehe sie, wie sie so gerade am Kochen ist und mein Herz am Ausflippen dann ist. Dann hast du mein Vertrauen missbraucht. Mehr nicht. Aha, was hältst du dann von mir? Was soll ich von dir halten? Ich halte Abstand von dir, aber das heißt ja nicht, dass ich dich hassen muss, mein Freund. Ach, du würdest mich dann nicht hassen, wenn ich deine Frau, deine geliebte Frau ausspanne? Ich sagte doch gerade, und hör auf mit diesem Thema, hör auf mit dieses Beispiel. Was ist das für ein Beispiel? Ich komme nicht hier rein und sag zu dir, ich will dir deine Frau ausspannen oder sonst irgendwas. Nein, weißt du, warum ich das gesagt habe? Semmo, danke an dich. Du hast den Islam, du tust einen. Semmo, konzentrier dich wieder, beruhige dich. Weißt du, warum ich das gesagt habe? Das hat der Mohammed Said angetan. Wer hat das angetan? Der Prophet Mohammed ist zum Said gegangen und er war nicht zu Hause, nur seine Frau war zu Hause und hat er sie ihm ausgespannt. Okay, und weiter? Ja, du hast doch gerade gesagt, du würdest dann Abstand halten. Warum hältst du dann nicht Abstand von Mohammed? Was hat meine Meinung damit zu tun, mit alten Geschichten? Ja, wie mit alten Geschichten? Ist das ein Prophet Gottes, der zu dir nach Hause kommt oder zu seinem Sohn kommt und die Frau von ihm ausspannt oder was? Mein Freund, hör auf zu hetzen. Hör auf, rein zu tun, als ob du ein Ex-Muslim bist. Merkst du, dass dein Gehirn das nicht zulassen will? Deine Spielchen kennen wir schon, verstehst du? Deine Spielchen kennen wir schon. Du bist am Demo, komm hör auf, du musst zu Jesus kommen, mein Lieber. Aber keine Frau will dich. Semmo, komm hör auf damit, du musst zu Jesus Christus kommen. Verstehst du? Und du bist einfach, Mann. Semmo, hör auf damit, komm. Du musst zum Herrn Jesus Christus kommen und dieses Vorbild verwerfen. Aber du bist ja sowieso kein Moslem. Mein Freund, ich gebe dir ein Angebot. Komm gerne mit mir zur Moschee und ich komme gerne mit dir zur Kirche. Ich habe damit kein Problem. Ich stehe gerade vor der Kirche. Verstehst du? Und dann können wir gerne drüber reden, wer zu wem kommt. Ja, aber du siehst doch, dass du das Vorbild Mohammed nicht ertragen kannst. Bitte? Du siehst doch, dass du anhand der Geschichte Mohammed niemals als dein Vorbild nehmen kannst. Ich nehme den als mein Vorbild, natürlich. Der Prophet also Mohammed. Gehst du auch, bei der Kollegin nach Hause und spannt ihm seine Frau aus? Ist der beste Mensch unter den Menschen und jede Religion ist der Islam. Ja, warum ist dann Allah so dermaßen hasserfüllt gegenüber Juden und Christen? Er ist niemals hasserfüllt. Der Prophet hat Zuflucht bei den Christen gesucht und Zuflucht bei den Juden gesucht. Er wurde herzlich aufgenommen, nicht so wie du. Du hetzt hier rum zwischen Kindern, zwischen Unwissenden. Du holst extra Unwissende und hetzt hier rum. Verstehst du? Er hetzt. Okay, guck mal, was dein Prophet hier sagt. Guck mal hier, was dein Prophet sagt. Was? Guck mal, was dein Prophet hier sagt, was er mit Juden und Christen macht. Immer deine Quellen, ne, die du da rausfischst, ne? Was sind das für Quellen? Die das ist aus RTL. Aus RTL. Ja, so siehst du auch aus. Natürlich, Reporter. Nein. So siehst du auch aus, mein Freund. Da hast nichts zu tun. Das ist von RTL und Sat.1, mein Bester.
sitzt, bügelst deine Sachen, gehst ein bisschen live, fetzt ein bisschen rum. Du hast nichts zu tun in deinem Leben, such dir eine Arbeit. Nein, mein Lieber, guck mal, wie cool ich das mache. Guck mal, ich bin hier, Schwiegermamas Liebling, nebenbei rede ich noch über den Herrn, widerlege den Islam, hole Menschen zum Herrn Jesus Christus. Ist das nicht wundervoll? Zu sein. In Deutschland, ich bin da nicht hasserfüllt. Guck mal, ich sage, ich liebe dich, du bist ein sehr guter Mann und ich möchte, dass du zum Herrn Jesus Christus kommst und deine Seele in Sicherheit bringst. Wie kannst du sagen, dass ich hasserfüllt bin? Wie kannst du sagen, dass du mich liebst, wenn du mich nicht kennst? Das ist das Problem. Ich kann sagen, dass ich dich liebe. Du kannst nicht sagen, dass du mich liebst, siehst du? Guck mal hier, mein lieber Simmo, hör mal zu. Jami At-Tirmidhi, Hadith 1606. Simmo, zuhören. Jami At-Tirmidhi, RTL, Hadith 1606. Der Gesandte Allah sagte, wenn ich lebe und Allah will, werde ich die Juden und Christen von der arabischen Halbinsel vertreiben. Oh, ich dachte, der ist nur liebevoll gewesen zu den Christen und Juden. Natürlich, natürlich. Ah, das möchtest du auch, dass ich dich vertreibe von deinen Ich würde dich verteidigen. Und wenn du an meine Tür klopfst, gebe ich dir Wasser und bitte dich herein. Ich würde dich mit Herzen aufnehmen. Es gibt keinen Hass. Wir leben in Deutschland in einer Gemeinschaft, genauso wie du eine Wurzel hast. Und von den Nazis keine Ahnung, was terrorisiert wirst oder was weiß ich. Was ist. Verstehst du, was ich meine? Du musst das alles akzeptieren, mein Freund. Nein, lieber, du siehst doch, sobald die Muslime in der Oberhand sind, werden die Juden und Christen und alle Andersgläubigen unterdrückt. Und das kann es ja wohl nicht sein, oder? Hör mal, in Dubai ist jeder willkommen, in Saudi-Arabien ist jeder willkommen, in Libanon leben Christen und Muslime zusammen seit Tag 1. Das ist ein religionfreies Land. Also ich weiß nicht, was du da erzählst. Wo wird hier jemand terrorisiert? Hör mal, du lebst in deiner Partei. Also du willst mir sagen, dass diese ganzen Länder mit Liebe und Dawa zum Islam konvertiert sind? Selbstverständlich, mit Wissen. Nicht so wie du Unwissender. Ich bin kaputt. Nur mit Liebe und Küsschen links, rechts. Assalamu alaikum. Hier, nimm den Islam an. Komm zu uns. Kein Problem. Nimm den Islam an. Was für eine Sichtweise hast du vom Islam? Das ist ja unglaublich. Ich habe die richtige Sichtweise. Alhamdulillah. Ja, ich merke das. Was für eine Sichtweise. Du hast dich noch niemals damit auseinandergesetzt. Guck mal hier. Semmo, Mishkat al-Masabi, Hadith 4053. Jabir bin Abdullah sagte, he was told by Omar ibn al-Khattab, hör mal zu, that he had heard God's Messenger, dass er hören, den Gottes Gesandten gehört hat. I will certainly expel the Jews and the Christians from the Arabian Peninsula, so as to leave only Muslim in it. Also ich werde die Juden und Christen aus der arabischen Halbinsel vertreiben und nichts als Muslime drin lassen. Kennst du einen Nationalsozialismus, die genau das getan haben mit den Juden? Deine englischen Bücher, mein Freund, die bringen hier nichts wirklich. Die helfen deine kleinen ich Kinder. Merke schon, mein Lieber, ich merke schon, bei dir ist Durchzug. Mach's gut. Gott segne dich und deine Familie. Vernünftig. Ich rede mit dir vernünftig, aber ich merke, der ist richtig auf Durchzug. Der ist richtig auf Durchzugsen.